Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pixmon. Ich nehme heute wieder frisch auf, sag ich mal. Also das hier ist jetzt kein vorproduziertes Video wie die letzten. Und ja, erstmal wieder reinkommen hier, weil es ist ja jetzt etwa 5 Tage ungefähr her, dass ich das letzte Mal hier gespielt habe. Das wächst alles noch. Ich brauche unbedingt was zu futtern. Ich hoffe nur, dass die Musik jetzt nicht zu laut ist. Hier passt nichts mehr rein. Absolut nicht. So. Alles voll. Na super. Ach, ich wollte ja noch schauen, wie man jetzt Superbälle und so herstellt. Ach, das habe ich schon wieder nicht gemacht. Warte, dann. Okay, die Bälle habe ich dabei, alle. Sind keine mehr drin. Dann gehen wir eben so auf Pokémon-Suche. Hier ist ein Kappador. Sogar mehrere. Da, ich sehe es. Benutze ich die jetzt nur zum Training oder will ich mir auch eins fangen, ist jetzt die Frage. Weil so ein Gardos ist natürlich schon. Ich glaube, ich will mir dann alle fangen. Aber Level 7 ist mir noch zu schwach. Das werde ich einmal als Training benutzen. Level 7. Einmal vor Freude ein bisschen springen. Und wie sicher schon aufgefallen ist, habe ich die Musik ein bisschen lauter gemacht. Ich hoffe, dass meine Stimme jetzt trotzdem laut genug ist. Das wäre ja jetzt sonst ein bisschen doof. Was machen wir denn jetzt hier? Ich habe auch nichts mehr zum Pflanzen. Damit ich mal mein Feld ein bisschen erweitern kann. Kann man die eigentlich... Ich nehme mal nur die erstmal mit. Das interessiert mich jetzt, ob man die hier... Tatsache. Kann man hier... Geht das auch hier? Wieso wie bin die, so wie mit dem... Ja, das geht auch hier. Wie mit den Avocados. Einmal Beeren vervielfältigen auf legale Art und Weise. Mal ein paar Saatkörnchen hier sammeln. Oder jetzt genau, jetzt kriege ich auch noch Schluck auf oder was? Traumato, ein Zubat mitten am Tag. So, nach einer kurzen Unterbrechung geht es jetzt weiter. Mein Bruder ist gerade reingekommen.
So. Das Einzige, was ihr jetzt verpasst habt, ist eigentlich nur, dass ich nur noch ein halbes Herz habe. Also, dass das runtergehungert ist. So, da ich mir die sowieso bei mir anpflanze. Ach, ich krieg sogar Holz daraus. Erstmal die Avocado hier. Avocado, Aprikoko. Komm, ich jetzt auf Avocado. Erstmal die Aprikoko mit Rechtsklick einmal sammeln. Ich muss ja unbedingt mal die ganzen Bäume irgendwann fällen. Das ist immer noch nicht wirklich sehr viel mehr geworden. Also sehr viel weiter gekommen, wie auch immer. Er will 18 und verfolgt mich. Nee, bleib draußen. Bleib draußen. Mein Glumanda kriegt das nicht mehr hin. Das ist schon viel zu schwach. Ich stell mir hier mal, einfach weil ich es gerade drin habe, einen Flieder hin. So, was wollte ich denn hier oben bauen? Ich meine, natürlich wollte ich hier oben eine zweite Etage bauen, aber war das gerade ein Tauboss? Das war jetzt gerade nicht ernsthaft ein Tauboss. Wow. Laufe ich hier fast in deinen Pokémon rein? Das wäre jetzt nicht so. Tatsache! Da ist hier einfach mal ein Tauboss. Level 49. Einfach mal ein Tauboss vor meiner Base. Ich habe schon fast gedacht, hier gibt es nur Taubsi und Tauboga. Ach, die ist noch gar nicht so weit. So, dann bauen wir dich jetzt einmal ab hier. Da oben ist noch eine rote. Die nehmen wir natürlich auch direkt einmal mit. Muss ich natürlich nur einmal schauen, wie ich da jetzt rankomme am besten. Ach, da sind noch Beeren. Dann nehmen wir doch erstmal die Beeren hier mit. Ich muss jetzt nur aufpassen, weil ich ja nur noch ein halbes Herz habe, dass ich hier nicht auf einmal Bye-bye sage. Ja, ich habe eine Orientierung wie ein Busch, ne? Oh, ich hab das schon irgendwie geahnt, dass ich hier komplett falsch bin. So. Ich habe echt die Orientierung von einem Busch. Wobei, nein, selbst ein Busch hat eine bessere Orientierung. Löwenzahn packe ich mir, glaube ich, auch einmal ins Haus.
geht ja nicht. Dann halt hier hin. Na. Level 12, Level 16. So. Ach, die sind schon voll hier oben. Ich sehe gerade, hier ist unbearbeitetes Eichenholz. Und hier ist auch 6x Erde, die kann eigentlich auch weg. Aber einmal mehr Platz. Aber wisst ihr was? Ich nehme jetzt die Knochen hier. Da packe ich die Erde halt zurück. Mein erstes Weizen. Eins machen wir noch. Da dürften die beiden hier fertig sein. Dann haben wir wenigstens schon mal ein Brot als Grundlage. So. Wenigstens ein bisschen was. Na, so. Dann nehme ich mir auch einmal das Holz hier raus. Das werde ich jetzt erstmal noch verarbeiten hier. So. Das werden wir erstmal einlagern, bevor ich das benutze. Habe ich noch einen Braunpilz? Nee, ne? Ne, habe ich nicht. Okay. Das tue ich dann auch einmal hier mit rein. Daraus kann ich ja dann immerhin später mal Essen machen. Und dann stehe ich hier noch eine Truhe hin. Ups. So. Zack. Das sollte frei bleiben. Zack, zack. Und hier noch. Und zack. Dann nutzen wir mal unser letztes Holz für noch eine Truhe und packen die dahin. Wobei, nee, dann ist die Ecke hier die einzige, wo nichts ist. In der habe ich den. In der habe ich die. In der habe ich die Treppe. Und in der habe ich dann jetzt die Blume. Kann ich jetzt natürlich nicht schlagen, sonst baue ich die wieder ab. Und das wollte ich ja jetzt nicht. Das braucht aber ganz schön lange zum Wachsen. Oh, da hinten sind noch Beeren. Die hole ich jetzt aber nicht. Hi.
So, dann wollen wir doch mal sehen, dass wir hier ein bisschen Ordnung reinbringen. Ganze Beeren kommen hier einmal raus. Pack einfach mal alles raus hier. So, dann tun wir hier einmal die ganzen Beeren rein. Klingt so, als hat sie was mit den Aprikokos zu tun. Das habe ich hier herausgebrannt. Eisen kommt oben rein. Ich tue hier jetzt einfach mal die ganzen Erze rein und auch die ganzen Blattsteine, Donnerstein, etc. Scherben. Haben wir hier noch irgendwas? Nee. Das ist ja eine Zielscheibe, die brauche ich hier nicht. So. Einmal die Beeren hier noch rein. Siehst du, da habe ich noch eine Donnersteinscherbe. Die Aprikoko könnte ich rein theoretisch eigentlich auch hier drin lassen. Da weiß ich wenigstens, wo sie sind. So. Dann haben wir hier Werkzeuge. Ups, Werkzeuge. Da wird kein Setzling rein. So, dann hier kommen die Setzlinge rein. Und auch das Holz. Dann kann ich hier so alles Mögliche reintun. Aber auch nicht übertreiben. Hier kommt dann der ganze Rest, den ich so habe und nicht unbedingt jetzt brauche. Vielleicht ja mal wann später. So. 5, 6, 7, 8. Perfekt. Eine sehr schöne Nacht. Ups, ich habe vergessen, dass ich da ja gar nicht rüberlaufen kann. Da hinten leuchtet immer noch was. Da möchte ich unbedingt hin. Irgendwann einmal. Aber noch nicht jetzt. Bis diese Zeit gekommen ist, wird es wohl noch etwas dauern. Also die wächst ja immer noch hier. Die ist immer noch nur am Blühen. Huch! Wo kommst du auf einmal her, Noctu? Ich habe mich gerade total erschrocken. Ich habe mich gerade gefragt, was jetzt los ist. Landete auf einmal Noctu neben mir. Ist kein Samen raus, beziehungsweise kein Körnchen raus. Ich brauche mehr Brot. Ich möchte eigentlich wieder etwas essen und laufen.
Ja, ich glaube, ich beende die Folge hiermit erstmal und Moment, die tue ich noch weg, die Setzlinge hier. Ach, ich habe hier noch Weizenkörner. Total nicht gemerkt. So, damit beende ich jetzt aber wirklich einmal die Folge für heute. Und wir sehen uns morgen wie immer im Livestream wieder. Beziehungsweise wir hören uns dann wieder. Na gut, ihr hört mich. Aber das macht ja nichts. Damit sage ich dann Tschüssi.